Herzlich willkommen zur Coffee Lecture. Heute geht es um Auslandsaufenthalte trotz Pandemie. Wir haben Sina Radatz zu Gast vom Bereich Internationales, an die ich auch gleich übergebe. Vielen Dank. Schön, dass Sie sich alle hier eingefunden haben zur Coffee Lecture zum Auslandsaufenthalt trotz Pandemie. Ich bin Sina Radatz. Ich arbeite im International Office bei Studierende Mobilität und internationale Studierende und bin dort zuständig für die Überseeaustausche in den Ländern Kanada, Asien, Israel, Australien und Lateinamerika. Manage noch das Promos-Stipendienprogramm, kümmere mich ums Buddy-Modul und betreue auch unsere Social-Media-Kanäle. Aber hier soll es jetzt in erster Linie um einen Auslandsaufenthalt gehen. Warum sollte man sehr viel Zeit und Mühe darauf verwenden, überhaupt ins Ausland zu gehen? Studium ist ja stressig genug, vielleicht noch ein Nebenjob oder so. Ich glaube, die Vorteile liegen auf der Hand. Es geht darum, neue Kulturen kennenzulernen, sich mal ein bisschen auszuprobieren, die eigene kulturelle Prägung zu reflektieren, wie nebenbei dadurch die interkulturellen Kompetenzen zu erweitern. Selbstverständlich verbessert man im Ausland definitiv auch die Fremdsprachenkenntnisse und kann sie endlich mal in der Praxis anwenden. Nach wie vor ist es ein großes Plus im Lebenslauf, egal wie Ihre Karriere später aussehen werden. Und last but not least, es macht einen halben Spaß und eröffnet auch ganz neue Perspektiven. Man lernt sehr viel über sich selbst und andere. Und es ist einfach eine große Chance, das während des Studiums zu machen. Danach wird es immer schwieriger, lassen Sie sich das aus eigener Erfahrung gesagt sein. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, eine längere oder auch eine kürzere Zeit im Ausland zu verbringen. Und am Anfang steht man da vielleicht so ein bisschen wie ein Ochs vom Berg und denkt sich, okay, was kann ich denn überhaupt alles machen? Das bekannteste ist, glaube ich, dann das Studium im Ausland. Innerhalb von Europa gibt es das Erasmus-Plus-Programm. Davon haben Sie sicher alle schon mal gehört. Und außerhalb von Europa gibt es unsere Überseeaustauschprogramme, wo wir Partnerunis weltweit haben, an denen Sie ein oder zwei Semester studieren können. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine Abschlussarbeit im Ausland zu schreiben. Auch dafür gibt es finanzielle Unterstützung. Wenn Sie sagen, okay, das klingt alles ganz gut, aber so ein Semester oder meine Abschlussarbeit, das ist mir irgendwie zu lang oder zu kurz oder zu riskant oder wie auch immer, gibt es auch immer die Möglichkeit, an Partnerunis an sogenannten Summer- oder Winter-Schools teilzunehmen. Das sind Intensivkurse, die dauern nur so 4 bis 6 Wochen, je nach Angebot. Dort werden auch ECTS vergeben und die sind meistens auf ein Thema zentriert. Sie könnten auch Arbeitserfahrungen im Ausland sammeln. Dafür wären die Kolleginnen vom Career Service zuständig. Dazu sage ich nachher noch mal was. Und es gibt auch die Möglichkeit für manche Studiengänge an der TU Berlin einen sogenannten Doppelabschluss zu machen, ein Dual oder ein Double Degree. Zum Beispiel für Architekten und Architektinnen gibt es Abschlussprogramme mit Korea, in Lateinamerika, aber auch für einige andere Studiengänge. Und wenn man diese Double Degrees macht, dann bekommt man am Schluss halt ein Abschlusszeugnis von beiden Universitäten, die daran beteiligt sind und kann damit sich dann halt auch in den entsprechenden Ländern auf einen Job bewerben. Und wenn Sie im Bachelor sind und überlegen, wann und wie mache ich meinen Master, könnte man sich natürlich auch überlegen, sein komplettes Masterstudium im Ausland zu verbringen. Ganz häufig werden wir gefragt, was ist denn der richtige Zeitpunkt, ins Ausland zu gehen? Das lässt sich natürlich pauschal so nicht unbedingt gut beantworten, weil das natürlich auch von ganz vielen Faktoren und individueller Studienplanung abhängt. Wir sagen meistens im Bachelor ab dem 3. Semester, also dass man so die Grundlagen hier auf jeden Fall schon gemacht hat. Und im Master dann, der ja sehr viel kürzer ist, zumindest in der Regelstudienzeit, ab dem 2. Semester. Dann müsste man sich, wenn man im Master ist, aber schon im 1. oder 2. Semester seines Masterstudiengangs bewerben, damit man dann im 3. oder 4. Semester schon ins Ausland gehen kann. Am besten bereitet man sich ganz in Ruhe vor. Sie können unsere Informationsveranstaltungen suchen. Die finden dieses Semester nochmal online statt. Dazu sage ich gleich auch nochmal was. Sie können gerne unsere Erfahrungsberichte lesen. Alle Studis, die mit uns ins Ausland gehen, müssen am Ende einen Erfahrungsbericht verfassen. Und die kann man sich bei uns ausleihen und durchlesen und gucken, okay, wo war denn Studierende meines Studiengangs schon? Oder, ach, diese Uni in Japan klingt interessant, wie ist denn das Studium da? Und da steht aber auch darüber hinaus nicht mehr Menge drin. Also, wie habe ich mich beworben? Wie ging es dann weiter? Was hatte ich für Lebenshaltungskosten? Wo habe ich im Ausland gewohnt? Das ist immer ganz nett, um sich in das ganze Thema ein bisschen reinzudenken.
Die Erfahrungsberichte verschicken wir zurzeit auf Anfrage per E-Mail. Und wenn jetzt im Wintersemester das Campus Center wieder aufmachen sollte, können Sie wie vor Corona da einfach hingehen und die Erfahrungsberichte vor Ort in unserer Infothek lesen. Sie können auch immer gerne mit uns telefonieren. Wir haben ein Erasmus-Team und ein Überseeteam. Rufen Sie uns an, fragen Sie uns Löcher in den Bauch, lassen Sie sich beraten. Wir können Ihnen gerne dabei helfen, herauszufinden, was für Sie der richtige Auslandsaufenthalt ist. Wenn Sie wollen, können Sie auch schon mal klären, wie das mit der Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen aussieht. Also welche Kurse lassen sich besonders gut im Ausland belegen? Da gibt es so eine grobe Faustregel, immer die freie Wahl frei halten lassen, weil da ist halt die Anrechnung relativ unproblematisch und Wahlpflichtmodule können besser angerechnet werden als Pflichtmodule. Außerdem können Sie schon mal gucken, brauche ich noch einen Sprachkurs? Wie sind denn meine Sprachkenntnisse für das Land, in das ich gerne möchte? Und im Zweifelsfall rechtzeitig nochmal einen Auffrischungskurs oder einen weiterführenden Kurs belegen. Wenn man es wirklich ganz entspannt machen will, fängt man so circa ein Jahr, anderthalb Jahre vor dem Antritt des Auslandssemesters an, aber es geht auch noch sehr viel kurzfristiger, keine Sorge. Sie können sich Ihr Auslandssemester auch komplett unabhängig von uns organisieren. Das machen Studis auch oft, wenn wir zum Beispiel in ein Land wollen, wo wir keine Partnerunis haben oder wenn Sie zum Beispiel an eine ganz bestimmte Universität wollen, mit denen wir gerade keine Kooperationspartner sind. Auch dafür gibt es finanzielle Unterstützung. Der Vorteil allerdings, wenn Sie mit uns ins Ausland gehen, also über das International Office, ist, dass Sie im Gastland an der Gastuni keine Studiengebühren bezahlen müssen. Das heißt, wenn Sie in die USA gehen oder nach Kanada oder nach Australien, also Länder, wo das Studium, oder auch Großbritannien, wo das Studium wahnsinnig viel Kohle kostet, Studiengebühren müssen Sie nicht bezahlen. Da spart man dann, je nachdem, wohin man geht, einige 10.000 Euro. Wenn Sie ins Ausland gehen, egal ob mit Erasmus, also in Europa oder nach Übersee, erhalten Sie ein Teilstipendium. Entweder das Erasmus-Stipendium, wenn Sie nach Europa gehen, oder das TU-Teilstipendium. Das kommt dann berechnet sich danach, in welches Land Sie gehen. Sie profitieren von gezielter Beratung. Also Sie können mich einfach anrufen und sagen, ich will weg. Was kann ich machen? Und ich helfe Ihnen dann dabei. Und wir betreuen Sie vor, während und auch nach dem Auslandsstudium. Wir unterstützen Sie bei der Anerkennung von Studienleistungen. Wir haben einen Kollegen im Team, der sich sehr gut auskennt mit Anrechnungen, Äquivalenzen, Umrechnungen von ausländischen Credits in unser europäisches System. Der unterstützt Sie im Zweifelsfall auch, wenn der Prüfungsausschuss sich irgendwie ein bisschen anstellt. Und wir helfen Ihnen natürlich bei Visumsfragen, Versicherungsfragen und so weiter. Ein Auslandssemester kostet, klar, aber Ihr Leben hier in Berlin kostet ja auch. Also es ist nicht unerschwinglich. Wenn Sie über uns gehen, habe ich eben schon gesagt, werden Ihnen die Studiengebühren erlassen. Sie bekommen Unterstützung durch die Teilstipendien. Es gibt darüber hinaus noch andere Stipendienprogramme, auf die Sie sich gerne unabhängig von uns bewerben können. Zum Beispiel hat der Deutsche Akademische Austauschdienst eine eigene Stipendienbörse. Da können Sie mal gucken, wenn Sie in die USA wollen. Dann gibt es die Fulbright-Kommission, die alles Mögliche anbietet, von Reisestipendien über Semesterstipendien und sonstige Möglichkeiten. Und für Studis, die ihre Abschlussarbeit im Ausland schreiben wollen oder an einer Nicht-Partner-Uni studieren, die können sich auf das Promos-Programm bewerben. Ich würde allen auch immer empfehlen, das Auslands-BAföG zu beantragen. Wenn Sie Inlands-BAföG bekommen, bekommen Sie auch Auslands-BAföG. Und selbst wenn Sie kein Inlands-BAföG bekommen, würde ich Ihnen trotzdem empfehlen, sich auf Auslands-BAföG zu bewerben, weil die Grundlage zur Bemessung des Stipendiums eine andere ist. Da haben Sie mehr Chancen drauf. Und dann können Sie natürlich noch drüber nachdenken, wenn Sie wissen, dass Sie ins Ausland gehen, ob Sie ein Urlaubssemester einreichen wollen. Dann könnten Sie sich Ihr Semesterticket hier in Berlin zurückerstatten lassen. Wo können Sie denn überall hin? Fangen wir mal an mit Europa. Wir haben wirklich Partnerunis überall. In dem neuen Jahr sind auch immer noch die Unis in Großbritannien dabei. Also keine Sorge, trotz Brexit ist ein Studierendenaustausch nach Großbritannien nach wie vor möglich. Und die Schweiz ist auch wieder mit dabei. Und wenn Sie außerhalb von Europa studieren wollen, dann haben wir Partnerunis in Kanada, in den USA, in Mexiko, Ecuador und Kolumbien, in Brasilien, Chile und in Argentinien. Außerdem können Sie in Russland studieren, in Israel, Indien, China, Japan, Südkorea, Taiwan, Singapur oder Australien.
Wo finden Sie die ganzen Infos, wenn Sie mehr Bescheid wissen wollen als dieser kurze Überblick, den ich hier gebe? Sie finden unsere Infos auf der Website. Ein kleiner Hinweis noch von unserer Seite. Seit der Cyberattacke können wir unsere Website nicht bearbeiten. Wir kriegen die Rechte daran langsam wieder zurück. Das heißt, wenn Sie auf der Website Sachen sehen, die Ihnen abgelaufen vorkommen oder nicht aktualisiert wurden, dann im Zweifelsfall fragen Sie entweder bei mir oder bei meinen Kollegen vom Erasmus-Team kurz zurück, gilt das noch so? In zum Beispiel haben wir jetzt eine Bewerbungsdeadline im November und online sind immer noch die alten Broschüren, aber es hat sich nichts wesentlich geändert. Also da können Sie auf jeden Fall, finden Sie Infos, die so immer noch aktuell sind. Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie gerne nochmal nach. Auf unserer Website finden Sie dann die Rubriken grob unterteilt, wie eben schon in der Präsentation, einmal nach Europa und einmal nach Übersee. Und das ist der Direktzugang. Das sind die Kollegen vom Career Service. Wenn Sie ein Auslandspraktikum machen wollen oder auch ein Inlandspraktikum, dann sind das die richtigen AnsprechpartnerInnen. Ich habe Ihnen hier die Website eingebaut und Sie können sich bei ISIS auch in einen Kurs einschreiben, wo auch mal schon mal alle grundlegenden Infos zu Praktika im Ausland hinterlegt sind. Abgesehen davon, dass Sie ins Ausland gehen können, können Sie sich auch hier an der TU Berlin interkulturell engagieren. Sie können beim Buddy-Programm teilnehmen oder am Buddy-Modul. Das eine ist ehrenamtlich, für das andere bekommen Sie sogar 3 ECTS. In beiden Fällen kümmern Sie sich um Austauschstudierende, die also aus dem Ausland von der Partneruni kommen und ihr Auslandssemester hier bei uns an der TU machen und unterstützen die so ein bisschen. Da können Sie sich gerne auch mal angucken, ob Sie sich da engagieren wollen und erste Erfahrungen sammeln möchten. Und ganz wichtig, in 2 Wochen fangen wir an mit den Infoveranstaltungen zum Auslandssemester. Wir machen Infoveranstaltungen für jede Fakultät und regionalspezifische Infoveranstaltungen. Und im November folgen dann die Infoveranstaltungen zu Europa, zu Erasmus. Die Infoveranstaltungen werden online stattfinden und Sie können sich dann in den ISIS-Kurs von uns einschreiben. Der heißt tatsächlich auch Infoveranstaltungen Erasmus und Übersee und dort finden Sie dann die Links zu den jeweiligen Veranstaltungen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, daran teilzunehmen, sich vielleicht vorher auch schon mal ein bisschen auf der Website umzugucken, in unseren Sprechzeiten anzurufen. Es geht nach der Corona-Pandemie tatsächlich wieder los. Jetzt zum Wintersemester konnten in Europa alle Studis ausreisen für ein Semester vor Ort, egal ob das in Skandinavien war oder in Frankreich oder in Portugal. Das war alles wieder möglich und auch in Übersee sind wir vorsichtig optimistisch. Wir haben jetzt zum ersten Mal seit 1,5 Jahren habe ich tatsächlich Studis in Korea und in Kanada und freue mich wahnsinnig darüber, dass die vor Ort tolle Erfahrungen machen können. Und wir hoffen, dass sogar noch mehr Studis dann zum Spring-Semester, also im Februar, März 2022 ausreisen können und dann auch wieder nach Japan einreisen können, nach Taiwan. Genau, also es geht langsam wieder los und wenn Sie sich jetzt bewerben, dann bewerben Sie sich ja für das Wintersemester 22, 23 oder das Sommersemester 23 und wir sind da optimistisch, dass das klappt. Genau, das sind unsere Bewerbungsfristen. Die nächsten, die anstehen, als erstes einmal unsere Kooperationen auf der Nordhalbkugel, also USA, Kanada, Asien, Israel, Mexiko, Ecuador und Kolumbien, wenn Sie weiter weg wollen. Wenn Sie sich für Erasmus interessieren und innerhalb von Europa weggehen wollen, dann ist die Bewerbungsfrist im Januar des neuen Jahres und darauf folgend dann im Mai die Länder auf der Südhalbkugel in Übersee, Australien, Chile, Brasilien und Argentinien. Genau, das einmal dazu. Alle unsere Infos, also von Summer- oder Winter Schools, von Partnerunis, Bewerbungsfristen, Stipendienmöglichkeiten. Über all sowas informieren wir Sie auf unseren Social-Media-Kanälen, einmal bei Instagram und einmal bei Facebook. Und wenn Sie uns kontaktieren wollen, dann können Sie entweder das Erasmus-Team anrufen oder anschreiben oder mich und meinen Kollegen anrufen, falls Sie Fragen zu Übersee haben. Olaf und mich erreichen Sie telefonisch während der Sprechzeiten oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail, die Infothek bietet ab dieser Woche Zoom-Sprechstunden an. Da finden Sie den Link auch in dem eben schon erwähnten Kurs Infoveranstaltung Übersee und Erasmus. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das war ein
grober Überblick über das, was wir anbieten und was Ihre Möglichkeiten sind. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, freue ich mich, die zu beantworten. Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde das sehr bedauerlich persönlich. Bisher gibt es nur Forschungskooperationen in Afrika und es soll jetzt auch Studierendenaustausch dahin geben, aber bisher sind noch keine Verträge unterschrieben. Es gibt aber immer wieder Studis, die als sogenannte Free Mover, also selbst organisiert, nach Afrika gehen oder auch dort Abschlussarbeiten machen und vor Ort recherchieren. Nee, ich sag mal so, die Auswahlkommission interessiert sich nicht wirklich für Ihre Regelstudienzeit. Viel wichtiger ist es, dass Sie zu dem Zeitpunkt, wo Sie ins Ausland gehen, noch 25 bis 30 ECTS offen haben, die Sie wirklich im Ausland für Ihr Studium an der TU Berlin belegen und dann hinterher anerkennen. Das ist was, da achtet die Auswahlkommission viel mehr drauf. Die Auswahlkommission weiß, dass es Leute gibt, die einfach langsamer studieren, die nebenbei arbeiten, die vielleicht Familienangehörige versorgen oder Kinder haben oder so. Regelstudienzeit ist jetzt nicht wahnsinnig ausschlaggebend. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, Sie brauchen für jede Bewerbung ein Sprachzertifikat. Das kann, in den allermeisten Fällen wird das für Englisch sein, aber in manchen Ländern, gerade in Europa, studiert man vor Ort in der Landessprache und dann bräuchten Sie einen Nachweis für Französisch, für Spanisch, für Italienisch. Das können Sie jeweils in den Ausschreibungsbroschüren einsehen, was genau Sie benötigen und auch auf welchem Niveau das sein muss. Es gibt aber auch immer wieder in den Semesterferien Intensivsprachkurse und die können Sie natürlich auch zum Beispiel an Sprachenzentren von anderen Berliner Unis machen oder in der Volkshochschule oder so. Da gibt es verschiedene Mittel und Wege, auch schneller voranzukommen.